Das ist gut. Das heißt, morgen werden die nicht geschlossen haben. Dann kann ich auch morgen noch verkaufen, problemlos. Ja. So, jetzt aber erstmal Hardwood organisieren. Ist es nämlich auch schon 4:30 Uhr. Da muss ich das schnell machen. Nachher gehe ich noch die Wolle kollektieren. Und dann dürfte der Tag auch allmählich dem Ende entgegenkommen. Ich weiß nicht, vielleicht reiße ich das Zeug noch raus, setze es in die Truhe rein, verkaufe es im Prinzip so, anstatt dass ich direkt in den Store gehe. Leer ist da. For giving a special of mine, someday I'll make you a fresh salad. Okay, die will mir einen frischen Salat machen. Finde ich schön. Finde ich echt schön. Boah, ich hoffe, es regnet morgen. Dann kann ich nämlich das Ding kaufen für 5.000. Bis dahin werde ich auch 5.000 haben. Das ist kein Problem. Kann ich die heiraten? Das wäre geil. Ich weiß nicht warum, aber die Mucke erinnert mich irgendwie an die Musik von Chimi Music. Vielleicht kennt ihr die noch. Ich hatte das auch damals früher in Volt 2 drinne. Die sehr viel von dem drinne. Der macht auch wirklich gute Musik, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob er noch immer Musik macht. Das habe ich jetzt auch gerade nicht überprüft oder so. Aber er macht oder hat damals auf jeden Fall auch richtig entspannte Musik gemacht. Und so zum, ja, halt so Spiele wie jetzt Stars spielen oder Minecraft, wenn man Singleplayer spielt oder irgendwas baut oder farmt oder was weiß ich. Dann ist das mega chillig, ganz ehrlich. Ich meine, bei einem MMORPG ist das jetzt nicht nötig. Die haben meistens die eigene Musik. Und bei einem MMORPG ist es sowieso, ist es da idyllische Musik, die man braucht. Da kommt natürlich auch ein bisschen aufs MMORPG an. Also, je nachdem. Zum Beispiel bei euren passt das jetzt relativ gut, idyllische Musik. Aber jetzt mit den zwei. Da hatte ich früher immer die Ingame-Musik eigentlich ausgestellt und was Peppigeres spielen lassen, im Prinzip im Hintergrund. Früher, als ich das noch gespielt habe. Also heutzutage spielt das ja eh niemand mehr. Und diejenigen, die das tatsächlich noch spielen, ja, die sind irgendwie in der Zeit hängen geblieben. Also, ich weiß nicht, eine Zeit lang hat es zumindest bei mir in der Region ohne Scheiß einfach jeder gespielt. Aber wenn ich jetzt heutzutage Leute aus meiner Klasse frage, die kennen das teilweise nicht mal mehr. Also, ja. Liegt halt auch daran, dass die jetzt mittlerweile jünger sind als meine alten Klassen, die ich hatte immer. So. Jetzt aber erstmal rein. Mal kurz. La 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 la. Hier hin. Und das Hardwood kommt nämlich hier rein. So. Wie viel Holz habe ich hier drinne? 40. Wo habe ich das andere Holz hin? Hä? Egal. Ich werde das schon irgendwo verwahrt haben, denke ich mal. Ich werde doch nicht so bescheuert sein, das irgendwo hingelegt habe, wo ich es nicht mehr finde. Keine Ahnung. Ja, übrigens, fällt mir gerade auf, jetzt müsste allmählich der Stall fertig gebaut sein, ne? Und dieser Baum hier sollte eigentlich morgen fertig gewachsen sein. Ich hoffe es jetzt mal. Ich hoffe es mal, dass er morgen fertig ist. So, jetzt gehe ich mal die Wolle kollektieren und dann fehlt, glaube ich, nur noch eines. Ein einziges Ding in dieser Kollektion fehlt da noch. Ne, war kurz zwei. Es müssen ja fünf Sachen kollektiert werden. Ich habe erst die beiden großen Eier. Also die Large Eggs. Und das braune und das weiße. Das hört sich so pervers an. Jetzt ohne Scheiß. Das kann man jetzt einfach so falsch verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich mal. Ist nicht pervers gemeint. Bitte. Nehmt das Ganze ein bisschen seriöser. Dann mache ich das vielleicht auch ein bisschen seriöser. Vielleicht. So. Okay, jetzt fehlt noch Duck Egg und ja, halt eine der beiden Milchen. Aber wahrscheinlich wird es hier raus hinauslaufen. Das heißt, die hier brauche ich nicht mal. Goatmilch. Wobei, Goatmilch wird wahrscheinlich schneller gemacht sein. Okay, das hört sich jetzt auch komisch an. Gut, was mache ich denn jetzt? Morgen kann ich dafür sorgen, dass ich noch mehr Keks habe. Ach, meine Keks kann ich natürlich noch befüllen, die neuen. Die habe ich natürlich noch nicht befüllt. Das muss natürlich noch gemacht werden. Dass ich die natürlich noch befülle. Und ja, ansonsten könnte ich anfangen zu ernten und das alles in den Kübel legen, damit ich morgen das Geld bereits habe.
Und dann sehe ich auch, wie das Geld dann hochrasselt und ich sehe, wie viel Geld ich jetzt hier einnehme. Das werden Tausende von Gold sein. Bin gespannt. Ich bin richtig, richtig gespannt. Und wenn es morgen sogar regnen sollte, dann wisst ihr, was ebenfalls noch ansteht. So. La 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 la. Hol ich mir das hier. Wild Honey. Und jetzt brauche ich noch zwei Dinge. Einerseits die hier und andererseits die Scythe. Sehr schön. Gut. Gehe ich den Keck befüllen und mache, dass das ordinär läuft. Ja, eigentlich ist die Farm jetzt schon relativ groß und sieht auch gar nicht mal mehr so schlecht aus. Also ich bin gerade echt happy, wie es ausschaut. So, drei neuen Kecks befüllen. Vorne kommen dann so die Kübel hin, wo man das Ganze einverwahren kann. Dann habe ich hier auch wirklich schöne Ordnung eigentlich. Und ja, hier. Ach, guck mal, die Mauer hier ist eingestürzt. So. La 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 la. Bin gespannt, was wir brauchen, um das Casino freizuräumen. Ich glaube, da könnten wir Erdbeeren oder so brauchen. Irgendetwas. Weiß es nicht. Werden wir noch sehen. Wird uns dann auch erzählt eigentlich. Aber erst brauchen wir sowieso Rainbow Shell. Und das müssen wir darauf müssen wir im Sommer warten. Was jetzt meine Hoffnung ist, einfach, dass nichts kommt, was wir erst im Frühling wiederholen können. Weil sonst habe ich natürlich ein bisschen verkackt. Ach so, hier. Und das natürlich. Hier auch. Ach, die da oben kann ich auch ernten. Boah, das wird so Kohle geben, Leute. Das glaubt ihr nicht. Da werde ich wahrscheinlich nie mehr groß Geldprobleme haben. Dann könnte ich das Haus möglichst bald upgraden. Ich weiß nicht, brauchen wir 150 Holz oder 150 Hardwood? Weil 150 Hardwood ist schon ganz viel. Und das wird schwer, das alles aufzutreiben. Die Collection habe ich schon abgeschlossen, ne? Die von den Spring Crops. Glaube schon. Da oben kann ich gerade nichts machen. Also mit denen, das ist gut, da muss ich die nicht ausreißen. So. Boah, Alter, das gibt so viel einfach, was ich hier alles neu machen kann. Also neue Crops kann ich ja eh nicht hinpacken, weil jetzt dann ist der Frühling vorbei. Aber was eine Möglichkeit gewesen wäre, irgendwelche Crops reinzupacken, die Sommer- und Wintersaison haben. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Welche Crops, die halt Sommer und Winter, was laber ich eigentlich? Frühling und Sommersaison hatten, gehabt hätten. Also, dass sie im Prinzip zwar im Frühling beginnen zu wachsen, aber im Sommer quasi immer noch wachsen können. Also, dann gehen die ja auch nicht verdorben, logischerweise. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann so funktioniert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann verdirbt. Weil das ja eigentlich im Sommer wachsen könnte. So, gut. Das nächste habe ich jetzt. Jetzt Getting Late kommt jetzt dann gleich. Das mache ich jetzt noch fertig kurz. So, it's getting late. Ja, ja, ich weiß. Eine kleine Kleinigkeit fehlt noch. Dann haben wir dann wirklich alles. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden Millionäre. Okay, das nicht direkt, aber sau viel Geld. Jetzt werden dann unsere Geldprobleme direkt in die Luft verschwinden mit knapp 2400. Ich meine, ist jetzt hier nicht wenig, aber viel auf jeden Fall lange noch nicht. Ich bin echt gespannt, wie viel das bringt. Wahrscheinlich am Ende so 10 Gold mehr.
So, nein, was ist passiert? What happened? I can't understand. So. Wenn wir morgen nur die Hälfte der Energie zurückgehalten, ist doch schon geholfen. Sofern ich dann immerhin das Geld kriege. So. La 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 la. Das könnte ganz knapp noch gereicht haben. 54.000. Okay. Alles klar. Das ist richtig gut. Das ist 54.000, Leute. Das. Oh mein. Ich hatte noch nie so viel Geld. Gibt es ein neues Achievement? Wahrscheinlich. Kurz, was haben wir? Humstier. Ah, ich habe insgesamt schon über 250.000 Gold gekriegt. Aber das ist jetzt natürlich das insgesamt, also. Ja. So. Jetzt können wir direkt noch mehr Geld holen. Irgendwie noch ein bisschen höher. Aber heute regnet es leider auch nicht. Das ist auch nicht so geil. Ah, übrigens, ups, hoppla. Hier, das kann ich noch wegmachen. Weil es reicht einem zeitlich nicht mehr, dass das wachsen kann. So, jetzt habe ich schon noch ein paar Cauliflower. Alter, vielleicht kommen wir über 100.000 diesmal. Dann haben wir einfach hier, bis hier die Ziffer. Das wäre so genial. Und ich hole auf jeden Fall Star Fruit, was ich wachsen lassen möchte. Und ich brauche wirklich auch Dünger und alles Mögliche. Ja, auf den Sommer werde ich mich ganz speziell vorbereiten. So, la 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 la. Cauliflower alle einsammeln, die noch sind. Noch eingesammelt werden müssen. Und dann kann ich dann Anfang Sommer wirklich direkt die Felder machen. Aber das gibt dann auch im Sommer noch etwas zu tun. So, brauche ich ja eh nicht mehr. Wachsen können die nämlich unterdessen nicht mehr. Das reicht einfach zeitlich nicht mehr. Aus dem zeitlichen Aspekt jetzt sind die unnütz geworden. So, zack. Oh, das kann ich auch ernten. Zack. Hätte ich vielleicht schon gestern können. Egal. Spielt ja letzten Endes keine Rolle. Ich meine, gestern habe ich das Geld nicht dringend gebraucht als jetzt. Ups. So. La 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 la. So, jetzt muss ich eigentlich wirklich auf einen Regentag warten. Ich hoffe, der kommt dann auch bald. So, jetzt gehe ich aber erstmal in die City und hol mir noch mehr Kohle ab. Ja. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ach, ist das der 26. Okay, logisch, dass dieser Baum da noch nicht gewachsen ist. Boah, Leute. Ich bin gerade so happy. Aber kurz, ich kann ja noch gucken, ob ich noch Weine oder so habe. Wie sieht es mit den Bäumen da aus eigentlich? War kurz. Oak Tree, wo habe ich das? Tree hier. Dauert Sage 4 vollgeworden. Bla bla bla. It grows in 10 to 12 days. Okay. Gut, da müssen wir dem Ganzen noch etwas Zeit geben. Diesen Bäumen hier. Die brauchen noch ein bisschen. So, Wein ist noch nichts fertig, okay. Würde ich nachher eh einlagern wollen. Also, my friends, you are nothing like them. How could they say?